Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei Forager. Wir sind zurück. In der letzten Folge haben wir eine weitere Insel aufgekauft, und zwar hier oben, wo das Museum ist, und konnten auch gleichzeitig neue Gebäude bauen. Wir werden mal hier ein paar Pfeile wiederherstellen. Ich denke, wir brauchen da mal ein paar. Wir werden mal das Maximum herstellen, 16 Pfeile. Ich denke, können wir sehr gut gebrauchen. Wir haben beispielsweise den Steinmetztisch gebaut und die Blumenpresse. Und die Blumenpresse ist ja mal wirklich der Obershit. Und das ist schon echt cool. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht noch mehr von solchen Fischfallen bauen, damit wir halt eben mehr Sand bekommen können. Wir können auch auf anderen Weg Sand bekommen, aber es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das irgendwie maximieren könnten. Wir werden erstmal hier noch ein paar Baumsetzlinge herstellen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir mehr Kacke kriegen. Wann sagt man das schon, dass man mehr Kacke möchte? Ja. Wir haben auch bald einen neuen Tufe-Aufstieg. Das ist auch gut. Pfeile sind wichtig, damit wir die halt eben auch einsetzen können. Wir können also jetzt ab sofort Kohle und andere Sachen herstellen. Was ich doch schon sehr gut finde. Ja, machen wir hier wieder die Hälfte. Und hier dann wieder Maximum. Oh, und das Schweinchen hat hier hingekackt. Sehr schön, dankeschön. Okay, wenn dann so langsam mal die Produktion da ist, ist das echt gut. Sternenschriftrolle. Lärenmauer. Boah, das Ding ist einfach mal 6000 wert. Und violettes Pigment. Man könnte natürlich versuchen, hier die Sachen einfach mal random zu kaufen. Auch wenn jetzt im Moment die Preise eher ein bisschen teuer sind. So ein Kristall ist gar nicht mal so wertvoll. Mit 5. Ja, ich bin halt immer noch am Schauen, ob wir hier irgendwas so automatisch produzieren lassen können. Ein Tor ist relativ wertvoll. Also in Anführungszeichen mit 15. Was haben wir denn hier alles sonst noch? Ein Blumentopf ist schön. Eine Feenstatue. Die ist sicherlich viel wert. Okay, da brauchen wir eine Flaschenfee. Hier hätten wir auch einen Schaukasten. Ach, hier könnten wir ja auch eine Straße machen, einfach mit Holz. Ja, wir wollten ja anfangen, hier so einen Weg hinzubauen. Na, machen wir das hier mal. Was war jetzt das Problem? Genau, Kohle brauchen wir noch ein bisschen. Ja, ich denke, wir fangen schon mal an. Oh je, wie viel Zeugs wir hier haben. Und das, was auch cool ist, ist hier eben diese, wir sammeln mal hier den einen, genau, zack, die Möglichkeit hier Landfüllung zu machen. Wir könnten 4 Stück machen. Ist natürlich die Frage, ob das sinnvoll ist, aber eigentlich, ich sehe das schon als sinnvoll. Wir können auch Stahl herstellen, Klutblüte, oh, das sind gar keine Pilze, die wir hier immer schlagen, wenn ich das richtig sehe, und Lavendel. Aber wie können wir die ernten? Golderz, da brauchen wir einfach nur Blumen und Weizen. Eisenerz brauchen wir Blumen und Fasern. Das heißt, das wird auf jeden Fall unser Ziel sein, die Sachen herzustellen. Das heißt, wir werden sehr viele Blumensamen machen, damit wir dann ein großes Blumenfeld irgendwo hinpacken können. Das heißt, wir müssen da irgendwo mal Platz machen, wo wir das dann eben einsetzen können. Ja, das macht schon Sinn. Also jetzt kommt man so langsam auch in diesen Farm- Momentum, den man auch aus Spielen wie Minecraft beispielsweise kennt, wo man anfängt, dann die optimalen Farmen zu bauen. Und das dann halt eben alles so ein bisschen optimaler machen möchte. Wie kriege ich das jetzt hier ausgewählt? Genau jetzt. Dann führen wir das hier so dran vorbei. Hier drauf. Doch, wir können das hier drauf. Ne, können wir nicht. Ist noch nicht sonderlich schön, das ist mir klar. Aber für den ersten Schritt ist das doch, denke ich, ganz annehmbar. Ich mag es nicht, wenn die Sachen so, so glatt eckig sind. Das heißt also, wenn wir jetzt hier einfach nur so runterziehen würden, sondern wenn die so ein bisschen, ja, so ein bisschen sich bewegen, sage ich mal so. Jetzt haben wir hier beispielsweise eine sehr lange, gerade Strecke. Was ich normalerweise überhaupt nicht mag. Auch beispielsweise bei Minecraft oder sowas. Wenn alles so 100% symmetrisch ist oder
so eckig aussieht. Gerade wenn dann irgendwelche Wege da hergestellt werden oder sonst was. Deswegen, das sieht schon nicht so schön aus. Man könnte natürlich auch einen Platz hier hin machen. Ich lasse es aber erstmal so, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir hier irgendwie später Blumen oder sowas hinmachen. Ich finde das auch mit dem Wald ganz schön, wobei wir jetzt gleich eine Bombe nutzen und das erstmal wegmachen. Wir haben wieder Kacke. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir die Tiere da lange beibehalten. Okay, wir haben jetzt 100 Gelees eingesammelt. Schalten damit also noch mehr Sachen frei. Wir stellen Stahl her, genau. Hier stellen wir Bomben her. Was braucht man eigentlich hier für Heildrank? Weisheitsschluck, erhöht deine alten Erfahrung. Amethystpapier, Rübe, Flaschenkäfer. Ja, okay. Hier haben wir beispielsweise eine schöne Stelle, um vielleicht Sachen anzupflanzen. Dann würde ich aber auch wahrscheinlich, wenn wir Landaufschüttung machen können, würde ich tatsächlich dann irgendwann hier die Dinger wegmachen nochmal. Wieder. Wenn man es ins Saarländische wieder verfällt. Flower Seeds. Wir machen mal einfach. Damit stellen wir 10 Stück her. Machen wir einfach mal. Ja, das Rätsel haben wir immer noch da. Habe ich mich erstmal momentan noch gar nicht weiter mit beschäftigt. Ja, erstmal hier Schaden bekommen, weil hungrig. Das heißt, wir essen mal wieder was. So, zack. Einmal das hier. Vergisst man immer. Von so einem Blumenfeld ist eigentlich gar nicht verkehrt, weil wir damit ja nicht, also da brauchen wir nicht mal die Bomben oder sowas einzusetzen. So, wir haben einen Tufeaufstieg. Wir können wieder etwas hochskillen. Das werden wir auch tun. Jetzt ist nur die Frage, was nehmen wir? Textilien, da könnten wir vielleicht Rüstung oder sowas machen. Handwerk, Hammerkönigsstahl, eine Fabrik, ein Küstenbohrer. Oh, Küstenbohrer wäre doch ganz gut wegen Kohle und Sand. Angeln. Fischfallen sind um 50% schneller. Haben wir vielleicht hier irgendwo eine Möglichkeit, wo wir Kacke herbekommen? Hört sich komisch an, aber ich mein's ernst. Ich schwanke jetzt gerade zwischen Angeln und Küstenbohrer. Ich könnte mir vorstellen, dass der Küstenbohrer wahrscheinlich irgendwie sowas wie Elektronik oder sowas braucht. Deswegen nehmen wir erstmal Angeln. Da sind die Fischfallen schneller. Was haben wir hier freigeschalten? Kochen. Schaltet Kochtöpfe frei. Schaltet Zucker, Mayo, Käse frei. Okay. Sehr schön. So, mal wieder streicheln. Damit er da auch nicht traurig wird oder sowas. Und hier machen wir mal ein Blumenfeld hin. Hier können wir ab und zu ja auch mal was finden, aber dann wäre das auffällig. Da wäre irgendwie so schon so ein Loch quasi da. Müssen wir das aber auch nur in die Hand nehmen. Wo haben wir das? Wo haben wir die Blumensamen? Ach, die haben wir wahrscheinlich gar nicht hier dabei, sondern sind da, genau. Blumensamen können wir nicht die Sachen... Was können wir da weglegen? Ich mach mal das Weizen weg. Nehm mal das hier. 40 ist ein bisschen was. Dann hätte ich das aber auch gerne in unserem... Genau. So. Dann wachsen hier erstmal die ganze Zeit Blumen, weil die brauchen wir ja auf jeden Fall. Das heißt, sind 17 Blumen erstmal da. Schade, dass wir mit der Bombe quasi ein bisschen Pech hatten, dass wir da nicht mehrere bekommen haben. Oh Gott. Okay. Gut, dass wir ein paar Pfeile gemacht haben, sodass wir die auch ein bisschen häufiger einsetzen können. Also für Eisen brauchten wir, glaube ich, Fasern. Das heißt, wir müssen Baumwollsamen herstellen. Machen wir das. Für das andere hatten wir Weizen gebraucht. Hat
Hatten wir jetzt nicht eine Bombe hergestellt? Ach, die ist wahrscheinlich auch hier hinten reingegangen. Okay, die Sachen gehen jetzt automatisch in diese Tresore rein. Ja, das wollen wir eigentlich gerne mitnehmen. Dann legen wir mal kurz das Mehl ab. Genau, was Kohle fehlt uns. Kohle können wir ein bisschen herstellen. Blumen wachsen relativ schnell, sehen wir gerade. Okay, dann machen wir das hier. So, das haben wir eingesammelt. Das heißt, hier stellen wir als nächstes noch Weizensamen her. Ich sehe das arme kleine Schweinchen, aber ich werde jetzt mal hier die Bombe hinsetzen. Ich hoffe, das wird nicht komplett getroffen. Nee, sehr schön. So, dann komm hier rüber, genau. Weil für die Schleime will ich jetzt nicht unbedingt den Bogen nutzen, weil die Pfeile, die verschwinden ja. Wir holen die ja nicht nochmal raus oder so, sondern die sind weg. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir später hier den Markt und das hier erstmal hier wegmachen, damit wir hier eine große Fläche für so eine Farm haben oder sowas. Blumen wachsen ja da schon mal. Genau, das heißt, hier können wir erstmal nochmal hingehen und dann noch ein paar Bomben herstellen. Zwei Stück, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Hier stellen wir noch ein bisschen Kohle her. Das heißt, hier müssen wir normalerweise noch ein bisschen warten. Nee, da können wir das so machen. Und auch hier. Zack, sehr schön. Hier können wir Fasern brauchen wir ja. Wir brauchen ja Fasern. Guckt mal an, was für eine Produktionssteigerung wir jetzt da schon haben. Da haben wir Weizen, sehr schön. Weizen. Genau, die Sachen können wir jetzt herstellen. Ah gut, Eisenerz haben wir jetzt nicht das Problem. Golderz haben wir 102, okay, das ist nicht so das Problem. Das ist nicht so das Problem. Ja, holen wir mal hier schnell so jemanden. Da haben wir wieder Kacke. Oh, wir können die Tiere bestimmt in so Zäunen einsperren oder sowas. So, die ganzen Blumen werden erstmal eingesammelt. Die brauchen wir aber trotzdem auch für die anderen Sachen, weil alles wird hier mit Blumen hergestellt. Deswegen heißt das Ding ja auch Blumenpresse. Genau. Jetzt ist die Frage, das hier ist Baumwolle, das heißt, wir machen trotzdem mal hier ein bisschen Baumwolle jetzt mal hin. Das sind ja Sachen, da läuft man einmal durch und dann hat man die Sachen alle geerntet. Genau, und dann können wir hier auch noch ein bisschen Blumen machen. Und der kackt direkt aufs Feld drauf, ist ja auch schön. Nee, falsch, genau. Okay, wir könnten schauen, dass wir vielleicht noch eine weitere Insel kaufen. Ich denke mir immer, dass ich vielleicht da zu viel mache. Ach, die Bombe ist jetzt schon wieder da zu dem Tresor gegangen. Da können wir das nicht hinmachen. Interessant. Ich könnte mir halt eben vorstellen, dass wir hier das auch noch so machen. Da haben wir hier so eine größere Stelle. Können wir vielleicht später so eine Bank hinmachen oder sowas. Zumindest könnte ich mir das vorstellen, aber wir machen erstmal die Platte da so hin. Ist die Frage, können wir die Platte auch wieder wegmachen oder? Ja, tatsächlich, das sieht so aus, oder? Ja. Okay, das ist also auch unproblematisch. Das heißt, wir können das auch wieder anpassen. Gut, wäre natürlich merkwürdig, wenn nicht, aber trotzdem, man weiß es ja nicht. Schleim kaputt gemacht. Hier machen wir erstmal wieder. Wir können mal wieder Baumsetzlinge machen. Haben wir 20 Stück. Ja, also. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Kacke-Produktion steigern. Obsidian. Golderz ist hier relativ viel gelber Farbstoff. Ich schau mal, wie sieht's aus mit Land kaufen. Hier oben für 270. Boah, die Dinger sind alle teuer. 350, 280. Dann holen wir oben das hier. 270. Direkt mal nachschauen gehen. Aber zuerst mal was essen, damit man da voll ist. Und hier nochmal nachschauen. Nee, da ist alles fein. Das heißt, wir machen hier die Hälfte. Und da die... Das Maximum. Nee, so, genau.
Okay, dann reden wir mal mit ihm. Auf jemanden wie dich habe ich gewartet. Die natürlichen Ressourcen werden von kleinen Deppen mit Spitzhacken ausgebeutet. Wow. Ich brauche 2 Glühwürmchen, damit ich sie beschützen kann. Okay. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall ein Glas herstellen. Können wir da rein? Jetzt können wir tatsächlich. Ah, schaut mal, da hat hier so ein kleines Häuschen. Ach, wir können hier unseren Charakter anpassen. Ein Strohhut, okay. Schleimhut, Cthulhu natürlich. Fedora, Waschbär, Spielkind, Malerkopf. Ja, keine Ahnung, wir nehmen mal den Strohhut. Okay, wir können Fisch sein. Wir bleiben mal hier normaler Körper. Rucksack, einfacher Rucksack, kein Rucksack. Schicker Rucksack, holen wir den einfachen. Flügel. Ja, keine Flügel. Oh, da können wir bestimmt noch Sachen freischalten. Schaut mal, jetzt haben wir so einen schicken Strohhut. Hier hoch können wir leider nicht, schade. Aber das ist doch cool. So. Das heißt, er braucht also irgendwie noch so ein Glühwürmchen, noch ein zweites. Wir können hier nicht runter, warum? Okay, ich habe wahrscheinlich war einfach nur zu dumm dafür. Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Genau. Nee, die Bombe ist ja hier drin. Das heißt, die holen wir da mal raus. Genau. Machen hier mal den Kristall rein. Sollten auch gucken, dass wir eine Insel haben. Nur für den Tresor. Schweinchen, pass auf. Ich will dich da nicht killen. Wir brauchen deine Kacke. So, genau, da machen wir hier noch ein paar Blümchen nochmal hin. Ist ja auch in Ordnung. Blumen brauchen wir ja. Ist das ein Bug? Ich glaube, das ist ein Bug. Wir haben jetzt aus Versehen hier ins Wasser eins reingesetzt, weil wir hier so schnell drüber gegangen sind. Okay, interessant. War nicht Ziel der Sache. Können wir sie ernten? Nee, sieht nicht so aus. Schade. Wir können ja jetzt auch angeln. Heißt das, wir können hier irgendwo eine Angel herstellen? Hier nicht. Oh, da ist ein Kackhaufen. Sehr schön eingesammelt worden. Ja, hier können wir eine Angel machen. Verwenden, um Schätzen zu angeln. Um nach Schätzen zu angeln. Okay, da brauchen wir 5 Stahl. Okay, was war nochmal die Wasserschaufel? Grabungsbereich vergrößert, Graben bewässert die Erde. Okay, damit können wir wahrscheinlich hier so diese Ecken wegmachen. Schleimige Spitzhacke gibt Geld. Also Gelee, meine ich. Okay. Hier war noch kleiner Geldbeutel. Münzen sind 25% mehr wert. Ja, machen wir mal einen. Ah, hier haben wir ein Glühwürmchen. Eine Flasche, wir brauchen Glas und Faden. Dann werden wir mal hier... Nein, werden wir nicht, weil wir erstmal Holz in Kohle verwandeln müssen. Genau. Ich gehe mal davon aus, wenn wir den Boden mit solchen Platten, wie da oben, links oben, ihr seht es ja, auskleiden, dann wächst natürlich nichts mehr darauf. Wäre nur logisch. Okay, dann stellen wir mal Kohle her. Sobald wir hier die Kohle haben, machen wir dann daraus erstmal wie heißt das? Die Gläser, damit wir da noch ein Glühwürmchen einfangen können, damit er da die 2 hat. Weil ja, 1 haben wir ja schon. Na, der Strohhut sieht ganz schön aus. Glas, genau. Einmal herstellen bitte. Und hier stellen wir mal noch Stahl her. Und wir könnten ja mal schauen, dass wir hier wieder irgendwo eine Bombe hinlegen. Beispielsweise hier. Ah, ich weiß nicht. Ja, doch hier rüber. Ja, machen wir erstmal dahin. Dann gehen die ganzen Schleim und alles, was da drumherum ist, weg. Hat ja trotzdem relativ viel weggesprengt. Machen wir hier noch einen hin. So, komm rüber, genau, zack.
So. Ah, schon wieder ein Schleim. Muss man das hier alles mitnehmen. Oh je, der ist wieder hungrig. Aber der kriegt schon noch was zu essen. Hier, frisst mal die Rüben. Ach, wir können auch Blumen einfach so hin... Ah, nee, das sind die... Waren nochmal die Samen, die ich jetzt gerade kurz aus Versehen in die Hand genommen habe. Genau, das haben wir. Die Münzen sind jetzt mehr wert. Das heißt, das sind wahrscheinlich die Münzen, die wir hier herstellen können. Gut, ob wir sie jetzt herstellen noch, weiß ich nicht. Golderz haben wir ja genug. Ich glaube, es wäre vielleicht sinnvoll, einen Tresor zu machen, wo wir eben Kohle und sowas zwischenlagern. Haben wir das eigentlich hier schon? Ist hier Kohle drin? Nein. Und dann hier einer dieser Öfen auf automatisch einstellen. Wir nehmen mal... was könnten wir... Gehen wir mal dahin. Wir müssen mal schauen, dass wir... Hier haben wir die Weizensamen. Die müssen wir sowieso mitnehmen. Eigentlich müssen wir gucken, dass wir noch einen Tresor bauen. Weil dann könnten wir das automatisch einstellen. Dann wird er wahrscheinlich das direkt da rausziehen. Was durchaus Sinn machen würde. Machen wir mal das hier noch. Wann haben wir das? In 8 Minuten. Ah, jetzt haben wir gerade ein neues bekommen. Mandragora, okay. Flaschenschmetterling. Interessant. Ein Glas bitte. Beziehungsweise wahrscheinlich brauchen wir zwei. Ja, aber eins haben wir ja schon. Und wir haben jetzt sowieso doppelte Items bekommen. Sehr schön. Dann bitte eine Flasche herstellen. Hier haben wir viele Steine. Und da oben ist Kacke, sehe ich schon. Hätte niemals gedacht, dass ich so nach Kacke geier. Aber okay. So, die Blumen haben wir. Inventar ist voll, das heißt, wir stellen das Ding hier jetzt einfach mal kurz dahin. Das ist ja egal. So, und jetzt müssen wir gucken. Ja, Glühwürmchen werden wahrscheinlich jetzt hier nirgends sein. Das heißt, wir nehmen... Ja, die Blume ist tatsächlich im Wasser gewachsen. Das heißt, wir werden hier nochmal Weizen anbauen. Dann schauen wir mal. Ja, Schweinchen, geh mal da bitte weg. Es hat es drauf angelegt. Das hat man eindeutig gesehen. Sind das die Weizen? Nee, das ist nicht. Ach, das Weizen ist ja hier irgendwo drin. Ja, genau da. Das heißt, wir müssen erstmal unser Inventar irgendwie frei machen. Okay, dann machen wir das hier so. Damit haben wir jetzt einen Inventarplatz mehr frei. Das heißt, wir nehmen hier erstmal das hier raus, legen die Kohle hier rein. Genau. Machen das, zack. Weizen brauchen wir ja für Gold quasi, aber können wir auch an sich so gebrauchen. Und ansonsten, hier kommen dann Rüben, die können wir ja essen. Okay, sehr schön. Wir müssen immer... Ah, jetzt haben wir es eingesammelt, sehr schön. Haben wir eigentlich noch irgendwas, was wir bauen können? Die Blumenpresse haben wir. Wir haben auch hier alles gebaut, außer den Sprinkler, den wir aber nicht unbedingt brauchen, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir entweder mehr Geld bekommen oder eben einen Tufer aufstieg, damit wir neue Sachen freischalten. Und ja, ich mach mal hier noch, ich stelle mal noch hier Bomben her. Okay, wir brauchen viel mehr Kohle. Was brauchen wir, um Kohle herzustellen? Das gucke ich mir noch an. Weil wir können auch... Ah. Es wäre sinnvoll, wenn wir ein Ding einfach komplett auf hier... Wir werden das mal ausprobieren. Wir stellen das Ding hier auf Kohle. Unendlich. Das heißt, es müsste doch automatisch die ganze Zeit Kohle herstellen, wenn wir hier irgendwo Holz reinmachen. Die Kohle geht jetzt hier rein. Die Kohle geht jetzt hier rein. Genau. Die ist jetzt hier reingegangen. Das hat also funktioniert. Wir nehmen mal das Mehl hier wieder raus und werden es gleich verbacken, damit wir das weg haben. Und hier machen wir jetzt Holz rein. Und das nimmt es hier raus. Okay, tatsächlich, krass.
Okay, das habe ich ein bisschen lange dafür gebraucht, sorry. Aber man muss ja Sachen herausfinden. Das heißt, wir haben jetzt hier eine unendliche Kohlequelle, die da quasi hergestellt wird, weil es sich automatisch immer rauszieht. Sehr schön. Wir backen mal hier Brot, das geht auch. Ach, wenn wir es sagen, dann bleibt es hier stehen. Ach, ja, okay. Das heißt, jetzt läuft es da wieder rum. Ah ja, okay. Gut. Auch wieder Sachen herausgefunden. Uiuiui, da können wir eine richtige automatisierte Produktion aufbauen. Okay, gut. Bevor wir weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Zeit geht wirklich wie im Flug vorbei. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Kompass Bambuso.